Hey ho, liebe Pokémon-Fans, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist euer Pokémon One Pack Magic, alias Pikey. Heute gehen wir die Top 10 Einzelkarten von Obsidian Flammen durch, wie sie am Anfang performt haben, als das Set rausgekommen ist und wie sie jetzt performen. Also 10 Monate später schauen wir auch direkt auf Platz 10, auf die erste Karte. Die erste Karte ist Tauboss EX. Ist eine Gewinnerkarte, würde ich sagen. Damals gab es sie für 8 Euro, jetzt gibt es sie für 7,50 Euro. Das heißt, es ist ein Wertverlust von gerade mal 6,25%. Und sie ist immer noch spielstark, ist begehrt, die Karte. Sieht auch gut aus, jeder will sie haben. Aber ich sage euch eins, es gibt hier außer Tauboss nur Verlierer. Gehen wir auch weiter mit Platz 8. Xerox. Ohne EX ist eine ganz normale Xerox-Karte. Die gab es damals für 9 Euro. Also 2023 gab es sie für 9 Euro. Jetzt für 3,80 Euro, was ein Wertrückgang von minus 58% entspricht. Klingt schon mal viel, aber da kommt noch was Heftigeres. Auf Platz 8 zum Beispiel. Hier haben wir Zagaria Full Art. Also Special Illustration Rare. Die gab es damals für 9 Euro, jetzt für 2,80 Euro. Für lumpige 2,80 Euro. Für 2,80 Euro, das muss man sich mal reinziehen. Was ein Wertverlust von 69% entspricht. 69. Das ist die schlechteste Performance, die ich je gesehen habe. Ja, das Problem ist, die Pullrate ist halt ziemlich gut bei Obsidian Flammen. Man kriegt in jedem Display eine Special Illustration Rare. Und man zieht nicht immer Glurak, sondern auch mal Zagaria. Von dem her gehen wir weiter mit Despotar. Despotar hat man damals für 11 Euro bekommen, vor 10 Monaten. Jetzt für 3,50 Euro, was ein Wertrückgang von 68% entspricht. Das heißt, die Karte schneidet genauso schlecht ab wie Zagaria. Sie ist einfach ein Top-Verlierer und ist jetzt ein super Schnäppchen zuzuschlagen. Ich glaube nicht, dass die noch weiter fallen wird. Ich denke, die ist schon am Tiefpunkt des Preises angelangt. Machen wir weiter mit Platz 6. Platz 6 ist Tauboss EX. Alternatives Artwork. Damals, vor 10 Monaten, hat sie 14 Euro gekostet. Jetzt kostet sie 11,50 Euro, was ein Wertrückgang von 18% entspricht. Schönes Artwork, hat sich eigentlich relativ gut gehalten, hat nicht so viel eingebüßt an Wertverlust. Die ist stabil, die Karte, hat nicht so viel eingebüßt. Poppreis hält sich noch. Aber machen wir auch weiter mit dem fünften Platz. Der fünfte Platz geht an Vulnona. Vulnona hat damals 15 Euro gekostet, jetzt kostet sie nur noch 8 Euro, was einem Preisrückgang von 46% entspricht. Ist auch schon hart, 46% einzubüßen, aber wie gesagt, Obsidian Flammen ist für mich ein relativ schlechtes Set, was Wertsteigerung angeht, der Einzelkarten. Es war klar, dass die alle fallen werden. Irgendwie hat man das doch schon im Gefühl. Aber kommen wir noch zu einem größeren Verlierer, wer auf Platz 4 ist. Glurak EX. Damals, haltet euch fest, für eine ganz normale EX-Karte haben die Leute 20 Euro ausgegeben. Und jetzt kriegt man sie für 6,50 Euro hinterhergeschmissen, was ein Preisrückgang von fast 68% entspricht. Ja, größter Verlierer. Problem an der Karte, sie hat einen Reprint bekommen in Paldean Fates, glaube ich. Ja.
Bei den Fates hat sie einen Reprint gekriegt. Von dem her ist sie gefallen. Das tat der Karte nicht so gut. Daran wird es wohl liegen. Aber machen wir mit dem dritten Platz auch weiter. Der dritte Platz geht an Glurak EX Gold. Ist eine Secret Rare. Sie hat man damals für 30 gekriegt, jetzt nur noch für 20, was einem Preisrückgang von 33% entspricht. Das heißt, sie ist wertstabil. Ja, was heißt wertstabil, ist sie auch nicht geblieben. Aber bei eBay kriegt man dafür auch noch so 20, 25 €. Von dem her ist nicht viel runtergegangen, aber naja. Jetzt kommen wir wieder zu einem krasseren Verlierer. Der Full Art Karte. Das Paradoxe damals war, die Full Art Karte war mehr wert als die Gold Karte. Nämlich 33 €. Und jetzt ist sie runter auf 11, was einem Preisrückgang von 66% entspricht. Und das Paradoxe an der Sache ist, eine Goldkarte ist eigentlich seltener als eine Full Art. Aber die Pullrate von Glurak Gold liegt, glaube ich, 1 zu 160 und diese Karte zu pullen liegt bei 1 zu 169. Das heißt, diese Karte ist eigentlich einen Tacken schwerer zu pullen, obwohl es eine Full Art ist. Weil es so viele Full Arts gibt, sieht man diese nur in 1 zu 169 Fällen. Und ja, jedenfalls ist die schwerer zu pullen und trotzdem viel weniger wert. Man kriegt sie jetzt für 11 €, Preisrückgang 66%. Und kommen wir zu der Top Chase Karte aus dem Set, die jeder haben will. Zu Glurak EX Altart. Also gestern war sie noch für 50 € zu haben. Jetzt für 59. Damals lag sie bei 100 €. Jetzt eigentlich bei 50 € nach meiner Preisrechnung. Also ist ein Preisrückgang von 50%. Jetzt ist sie wohl wieder ein bisschen gestiegen. Naja. Ob sie weiter fallen wird, weiß ich nicht. Wäre schön. Für 40 € würde ich die Karte mitnehmen oder für 35. Aber mehr wär mir die auch nicht wert. Wir können ja mal gucken, ob es in Excellent günstiger gibt. Die Karte in Excellent wäre auch in Ordnung. Ja, in Excellent Plus gibt es sie schon für 50 €. Ja, in Excellent kann man sich die auch holen. Also Preisrückgang von 50%. Ja. Und interessiert ihr euch für mehr Preisanalysen in dieser Art, schaut euch bitte dieses Video an, was ich euch jetzt hier verlinke. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschö, mitte.